Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asreiter und wir haben ein vorgestellt Shapes.io und wir setzen fort. Wir waren auf Level 4 und sind jetzt in 5, glaube ich. Schauen wir mal. Aber das machen wir gleich nach dem Intro. Wir sehen uns. So, was ist jetzt gefragt? Es ist, brauchst du Hilfe, Hinweise? Ja, eigentlich schon. Level 5, achso, wir brauchen so Teile, die hoch sind. Wir sollten dafür was drehen. Und zwar müssen wir das rotieren. Stopp, nochmal das Ganze. Geschwindigkeit in Sekunde 2, rotiert vorm Uhrzeigersinn. Wieder so einbauen, ist es falsch, oder? Ja. So ist es richtig, oder? Ja. Das passt und der passt jetzt auch schon. Dann können wir den so reinbauen und dann sollte das auch kommen, oder? Ja. 11 von 170. Das läuft hier ziemlich langsam. Kann man da jetzt auch... Nee, das war falsch. Das Fließband ist da. Nee, kann man nicht so drauf machen. So, und jetzt... Nee, das geht so nicht. Ich wollte jetzt so das haben, ne? Aber nee, der war auch verkehrt. Aus 1 macht 2. Nee, ich brauche den anderen. Den hier brauche ich. Dann geht alles auf ein Band, ne? Ja. Aber ist noch nicht geschnitten, sehe ich gerade. Dann bringt uns das nichts. Schnell wieder hier was hinbauen. So. Ja. Doch komplizierter, als ich gedacht habe. Das bedeutet, das Teil müsste hier hin. Und wir brauchen vorher noch das Teil zum Drehen. Dahin. Jetzt brauchen wir noch ein Fließband. Und der kommt dahin. Der war falsch. Wir müssen erst noch drehen. So passt's, oder? Nee, tut's nicht, weil er noch nicht geschnitten ist. Shit. Schneiden ist so richtig. Mülleimer brauchen wir noch auf der Seite. Jetzt geht's aber, ne? Ja. Jetzt schaffen wir Level 5. 127, ich glaube, jetzt brauchen wir nichts mehr machen, das macht keinen Sinn. Ja. Müssen wir gerade warten, bis der fertig ist. 153, 154, naja, geht ja, ne? Eigentlich könnten wir den ja jetzt umbauen, ne? Ja, hätten wir machen können, ne? Naja, jetzt zu spät. Der Tunnel wurde freigeschaltet, du kannst Items nun unter Gebäude oder Fließbändern durchsuchen und durchleiten. Okay, sehr schön. So, wir brauchen jetzt nur noch ein Viertel. Und ein Viertelkreis. Das heißt, wir müssen den nochmal schneiden. Okay. Wenn ich den jetzt so schneide, was passiert dann? Der richtige kommt hier unten rein. Okay, das heißt, den kannst du abreißen. Den kannst du auch abreißen. Jetzt fliegt zwar gerade alles im Müll, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Den nochmal weg. Kannst du bitte auch gerade einfach sein?
Ne, ich wollte jetzt keinen Mülleimer benutzen. So. Jetzt nochmal den Mülleimer dahin. Warum macht er das? Da war doch gerade rot, oder? So. Jetzt müssen wir den rotieren. Können wir auch da rotieren. Und dann schneiden. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, der ist richtig, ne? Ja. So, der kommt jetzt richtig an. Wir brauchen noch einen Mülleimer auf der oberen Hälfte. So, jetzt kommt hier aber keine, weil da der Mülleimer fehlt. Passt. Jetzt läuft's wieder. Kommt auch einer an? Ja. So, jetzt müssen wir den entfernen. Und den entfernen wir auch. Und den entfernen wir auch. Der Mülleimer kann erstmal weg. Jetzt müssen wir da wieder einen Rotierer haben. Dann kommen die so an und dann müssen wir schneiden. Ich glaube, aus dem unteren war dann der richtige, ne? Ja. Da oben brauchen wir wieder einen Mülleimer. Passt. So, hier wird der rotiert. Ich glaube, wir müssen hier was wegmachen. Mach das mal gerade weg. Den auch noch weg. Den auch noch weg. Ja. Jetzt geht's so. So. Wir gehen lieber... Ach, wir können auch hier schon rotieren, ne? So. Da kommt er schon an. Und jetzt schneiden wir den. Jetzt die Frage, welcher wo ankommt. So ist richtig, ne? Ja. So läuft es erstmal richtig und wir brauchen noch einen Mülleimer dort oben. Obwohl wir den eigentlich nicht brauchen, ne? Fällt mir gerade so ein. Wenn ich den jetzt mal einen Rotierer reinsetze, ne? Geht das so? Geht das richtig? Ich baue da jetzt einen Rotierer rein. Wie kommt der da jetzt raus? Da kommt jetzt gerade gar keiner raus, weil da der Mülleimer fehlt. Wird gedreht. Der kommt richtig und der kommt auch richtig. So, wo ist der Tunnel? Da. Und jetzt müssen wir nur so den hinmachen. Jetzt läuft's. Okay. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Jetzt müsste man hier den auch noch wegnehmen. Gehen jetzt hier raus. Jetzt kommen die da an. Wir müssen den rotieren. Ne, geht nicht. Wir müssen erst einen Tunnel machen. Dann kommt er da wieder raus. Dann würde ich sagen, schneiden wir den erst. Der ist schon mal richtig. Da gibt es den Crossover. Ne, der muss nochmal geschnitten werden. Okay. Dann, okay, Level abgeschlossen.
Der Färber wurde freigeschaltet. Extrahiere eine Farbe genauso wie bei Form und lasse damit eine Form in Färber bemalen. Falls du die farbenblind bist, gibt es einen Modus für Farbenblinde in den Einstellungen. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Ich bin nicht farbenblind. Ich hoffe, die anderen, die jetzt zugucken, sind auch nicht farbenblind, dass sie das erkennen. Gut. Bin ich fasziniert drüber, was da jetzt kommt. Wir brauchen erstmal einen ganzen, der rot ist. Jetzt müssen wir hier was anliefern. Oh, ja, super. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber im Endeffekt geht das denn jetzt mit Pfeilen, ja. Also ich habe es jetzt abgerissen, ne? Jetzt müssen wir den Färber haben. Ach so, Farbe muss auch noch kommen, ne? Die rote ist da unten, alles klar. Jetzt rotieren wir das Ding erstmal. Tja, das sieht nicht gut aus. Dann mach das mal so. Und wie kriege ich den da raus? Die Farbstoffe muss ich hier mitkriegen. So. So, jetzt klappt das schon mal. Jetzt klappt das auch. Also verkehrt. Oh, ich habe jetzt wieder falsch gemacht. Super. Ja, so passiert das, wenn man andere Spiele gespielt hat und dann kommt dieses Spiel. So, jetzt kriegen wir rote Dinger, die da reinkommen. Genau so ist es. Sehr gut. Stück. Super, oder? Ne, da wollte ich gar nicht machen. Ich muss das mir mit der rechten Maustaste abgewöhnen. Wo ist der Färber da? Warte mal. So muss das sein. Geht aber so schlecht. Aber so geht's. Den mach weg. Jetzt wird's spannend. Nee, den Mülleimer habe ich jetzt aus Versehen gedrückt. Den wollte ich aber gar nicht. Jetzt brauchen wir den. So. So. So passt es schon mal. Und jetzt muss ich den noch haben. Der weg. Der dahin. Ah, falsch rum. So rum. So, jetzt haben wir die Produktion verdoppelt. Hoffe ich. Warum geht es hier nicht weiter? Doch, geht weiter, ne? Dauert nur. Okay, das Färben braucht seine Zeit. Gut. Okay. Mach das mal weg. Obwohl da immer wieder stand, dass man es nicht wegmachen soll, ne? So, zack, zack. Ich muss jetzt von da aus Farbe da einbringen. Die Farbe kommt hier ja genug an eigentlich, ne? So. Rotieren wir den mal so rum. Und dann brauchen wir die. Okay, nochmal. Ich hätte irgendwie eine Taste drücken müssen.
So, jetzt brauchen wir hier. Die Bahn, die dahin geht. Der geht dahin. Jetzt brauchen wir da noch ein blaues. Nicht ein blaues. So ein. Und das machen wir, das Ganze machen wir da nochmal hin. Und da machen wir dann noch so ein Teil hin. So. Und so. Jetzt kommt da doppelt so viel an, oder? Genau. Ja, jetzt läuft das erstmal, ne, oder? Das ist Level 7, ne? Die werden alle schön bunt gemacht. Vielleicht sollten wir hier nochmal. Den nochmal aufsplitten. Machen wir mal. Jetzt müssen wir einen Tunnel haben. So machen. Dann die Färbegeschichte dahin. Dann mache ich hier gerade noch so einen hin. So, 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 so. Das geht erstmal, oder? Ja. So, und dann schmeißen wir das dann mal gerade weg. Hier muss noch so einer hin. Und dann klappt es auch mit den Nachbarn, oder? So, wir produzieren noch mehr. Ja, Farbe kommt schon genug an. Und hier tatsächlich auch die Dinger. Okay. Sieht gut aus, oder? Ich habe natürlich einiges hier wieder abgerissen. Das braucht man also nicht. Ja, irgendwo stand eben, man soll es nicht abreißen, ne? Aber ich habe es trotzdem getan. Jetzt haben wir hier schon zwei bedient. Aber es ist trotzdem noch Stau, ne? Ah, weil wir hier mit zwei reinkommen. Alles klar. Und da kommen wir mit zwei rein. Ne, mit einem rein. Okay. Aber wir haben jetzt gleich die 300 erreicht und ich würde sagen, für die Runde soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video teilen. Und dann lesen wir nochmal, du hast eine zweite Variante des Rotierers freigeschaltet, damit können Items gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Wähle den Rotierer aus und drücke T, um auf verschiedene Varianten zuzugreifen. Alles klar, wissen wir das und machen wir im Level 8. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!